Am 12. November 1918 wurde in Österreich das Frauenwahlrecht eingeführt. Das war damals ein großer Schritt für die Gleichberechtigung. Wir haben uns auf den Straßen von Linz umgehört, wie denn die Menschen die Gleichberechtigung heute wahrnehmen und wo es noch Unterschiede gibt. Also ich finde, dass nur immer nicht zu 100% gleich ist. Ich finde schon, dass die Frauen nur ein bisschen im Nachteil sind, aber ich finde, es ist wesentlich besser geworden. Ich sehe das schon so, dass Frauen, wie du schon gesagt hast, immer nur benachteiligt sind. Ganz besonders in unserem Alter auch, weil wenn Jungs gewisse Dinge machen, dann ist das viel harmloser, als wenn Mädchen die tun. Und finde ich ziemlich uncool. Also im größten Teil ja, man kriegt halt immer noch mit, dass es nicht ganz gleich ist. Also zum Beispiel gibt es teilweise immer noch Bevorzugung von Männern Richtung Chefposition, aber wird auch gegen gearbeitet, was ich sehr gut finde. Also das ist alles auf einem sehr guten Weg. Getan hat sich auf jeden Fall einiges. Es sind große Fortschritte schon entstanden, aber es ist meiner Meinung nach schon noch was zu machen, vor allem jobmäßig, bezahlungstechnisch. Ja. Es ist schon viel besser als vor 100 Jahren. Die Frauen verdienen weniger als die Männer. Also wenn sie die gleiche Position haben, verdienen Männer ein bisschen mehr. Ja, ich finde, es ist schon sehr wichtig, dass wirklich auch Gleichberechtigung ist, weil wir leben halt nicht mehr in der Vergangenheit, wo es wirklich hieß, Frau muss zu Hause bleiben und Mann verdient Geld. Heutzutage ist wirklich so, eine Frau kann eine Führungskraft sein, wenn sie es möchte, und das sollte sie auch die Möglichkeit dazu haben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwo benachteiligt werde oder so. Und ich habe nie jetzt irgendwie gespürt, dass Frauen jetzt nicht gleich sind, aber sicher gibt es diese Ungleichheiten. Gleichberechtigung an sich ist schon wichtig, aber ich finde jetzt, dass bei uns da so jetzt nicht so wahrgenommen wird, als was gehört. Also es sind jetzt schon oft so Sachen, wo es heißt, ja, warum kann eine Frau das entscheiden, warum sollte das, Frau weiß nichts, Frau hin und her und bla bla bla. Und ich finde, das ist einfach nicht notwendig, dass man eine Frau niedermacht. Nur weil es früher so war, weil die Zeit ändert sich. Ich bin ihrer Meinung, weil es einfach wirklich, du merkst den Unterschied schon. Dass früher einfach nur manche Leute einfach den alten Gedanken einfach von früher noch haben, dass die Frau einfach nicht so viel wert ist, wie es eigentlich sein sollte. Und dass die Männer doch höher gestellt sind als Frauen.